Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir loslegen, möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass dieses Video Teil eines Gemeinschaftsprojektes ist. Bei diesem Projekt geht es darum, mehr Menschen zur Meditation zu bewegen, damit noch mehr Menschen ein glücklicheres und ausgeglicheneres Leben führen. Im Zuge dieses Projekts hat einer unserer guten Freunde und Partner ein sehr interessantes Hörbuch zum Thema Meditation veröffentlicht. Dieses Hörbuch kannst du dir gratis herunterladen, wenn du ein kostenloses Audible-Abo abschließt. Nur als kleiner Hinweis, das Abo ist im ersten Monat komplett gratis, danach wird es automatisch kostenpflichtig verlängert. Wenn du es also nur nutzen willst, um dieses eine Hörbuch zu hören, dann denke daran, das Abo nach spätestens 28 Tagen zu kündigen. Die Links zu dem Buch und den anderen Kanälen, die an dieser Aktion teilnehmen, findest du in der Beschreibung. Lass uns nun mit dem Video beginnen. Dass du mit Hilfe von Meditation ein stressfreieres und glücklicheres Leben führen kannst, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Doch dass du durch Meditation auch attraktiver werden kannst, ist dir wahrscheinlich neu. Deshalb nenne ich dir in diesem Video drei Gründe, warum Meditation dich anziehender auf Frauen wirken lässt. Lass uns direkt beginnen. Erstens, du wirst entspannter. Denke mal an Personen aus deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die gut im Umgang mit Frauen sind. Ist dieser Mensch ständig nervös und bekommt fast kein Wort mehr heraus, wenn er sich mit einer Frau unterhält? Wahrscheinlich eher nicht. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wirkt er sehr souverän, selbstbewusst und entspannt, selbst dann, wenn er sich mit seiner Traumfrau unterhält. Wahrscheinlich hat er diese Eigenschaft nur durch Zufall erlangt, ohne bewusst etwas dafür getan zu haben, und vielleicht hattest du weniger Glück und bist ständig nervös, wenn dir eine attraktive Frau gegenübersteht. Doch das lässt sich mit unserer Hilfe ändern. Durch Meditation wirst du automatisch ein entspannterer Mensch und du wirst in jeder Lebenslage, also nicht nur wenn es um Frauen geht, sondern zum Beispiel auch im Beruf, viel besser mit deinen Gefühlen umgehen können und dadurch souveräner und selbstbewusster werden. Ein selbstbewusster Mann, der sich unter Kontrolle hat und mit jeder Situation gekonnt umgehen kann, ist natürlich attraktiver als jemand, der ständig nervös ist und die ganze Zeit Angst hat, etwas falsch zu machen. Zweitens. Du lernst dich selbst besser kennen. Wenn du dich hinsetzt und ein paar Minuten lang nichts tust, dann wirst du dich automatisch besser kennenlernen. Denn du hast dann die Möglichkeit, dich aktiv mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen, sie besser zu verstehen und zu lernen, mit ihnen umzugehen. In einer Studie, die ich dir in der Beschreibung verlinke, wurde nachgewiesen, dass Menschen, die sich selbst gut kennen, besser im Umgang mit ihren Mitmenschen sind, als solche, die sich selbst nicht gut kennen. Kurz gesagt, durch Meditation lernst du dich selbst besser kennen und dadurch fällt es dir wiederum leichter, Beziehungen zu anderen aufzubauen. Wenn du attraktiver sein und mehr Frauen kennenlernen möchtest, dann ist es notwendig, dass du generell gut im Umgang mit anderen Menschen bist. Drittens, du wirst charismatischer. Am Anfang des Videos habe ich dich gebeten, an jemanden zu denken, der gut im Umgang mit Frauen ist. Ich bin mir sicher, dass die Person, an die du gedacht hast, neben den Eigenschaften, die ich dir bereits genannt habe, auch charismatisch wirkt. Dieser Mensch ist einfach er selbst. Manchmal tut er vielleicht Dinge, die du dich nicht trauen würdest, er verhält sich so, wie er will und nicht so, wie es ihm vorgeschrieben wird. Er zieht einfach sein Ding durch. Durch Meditation wirst du dich selbst besser kennenlernen. Du wirst nach und nach erfahren, was dich wirklich interessiert und wer du wirklich bist. Du wirst selbstbewusst genug werden, um zu dir selbst zu stehen. Und genau das lässt dich charismatisch und attraktiv wirken. Ein Mensch, der zu allem Ja und Amen sagt, sich nicht traut, zu seiner Meinung zu stehen und zu zeigen, wer er wirklich ist, wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit weniger Erfolg in seinem Datingleben haben, als jemand, der zu sich selbst steht. Auch wenn du durch Meditation nicht von heute auf morgen zu einem Frauenhelden wirst, wird dir, wenn du wirklich regelmäßig meditierst, der Umgang mit Frauen deutlich leichter fallen. Mir liegt dein Erfolg am Herzen und meiner Meinung nach ist Meditation einfach eines der besten Tools, um ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Deshalb habe ich auch an diesem Gemeinschaftsprojekt zum Thema Meditation teilgenommen und kann dir wirklich empfehlen, das Hörbuch in der Beschreibung kostenlos herunterzuladen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier unseren Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Dein Dennis, bis zum nächsten Mal.